Kurs – Einblick in die Welt der Wissenschaft, eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Umgang mit Krisen – Resilienz in Religion und Spiritualität von Professorin Cornelia Richter, gehalten am 9. Oktober 2019 im Wissenschaftszentrum in Bonn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Bungert, vielen Dank für diese ganz freundliche Begrüßung. Man darf jetzt endlich mal mit einem Dank beginnen. Und zwar, der kommt so von Herzen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Es ist nämlich super cool, eine DFG-geförderte Forschungsgruppe zu haben. Das ist einfach der Wahnsinn, ja. Der Dank richtet sich deswegen als erstes an die DFG, die heute mehrfach hier als Haus vertreten ist. Und Herr Haag und Frau Seifert haben uns während dieser Antragsstellung sehr gut betreut und beraten und immer wieder ermutigt und ermuntert. Und man muss ja wissen, so eine Antragstellung dauert ja 4 Jahre ungefähr, wo man manches anderes auch tut, was man so halt sonst zu tun hat. Aber der Antrag selbst wächst und muss wachsen und da muss man sehr viel lernen. Und Herr Haag und Frau Seifert waren fantastisch in dieser Zeit. Das andere ist natürlich, dass ich der Universität Bonn zu danken habe, weil auch die Universität Bonn uns als Lehrstuhlteam sehr gefördert hat, als ganze Forschungsgruppe sehr gefördert und unter anderem nämlich dafür gesorgt hat, dass die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammenkommen. Mit diesen einleitenden Worten habe ich nicht nur fast schon das Wichtigste gesagt, ich habe auch das Mikro getestet. Können Sie mich alle verstehen? Gut, ich habe das jetzt gefragt, weil danach darf jetzt niemand meckern. Das Thema Resilienz in Religion und Spiritualität, so heißt die Forschungsgruppe, so heißt das Forschungsthema. Umgang mit Krisen ist das, worum es da de facto geht. Wir sind eine interdisziplinär aufgestellte Forschungsgruppe, die aus ganz verschiedenen Fächern logischerweise besteht. Und diese 4 Fächer sind in 4 Themenbereiche gegliedert. Das erste rechts oben nennt sich Resilienznarrative und Resilienzkonstruktionen im Kontext der jüdisch-christlichen Tradition. Ich selbst bin ja also evangelische Theologin. Das heißt, es ist ganz klar, dass ich von da meinen Ausgangspunkt nehme. Und ich habe eine Kollegin rechts oben, Judith Gärtner, die ist Alttestamentlerin, Professorin für Altes Testament, derzeit an der Universität Rostock. Und wir begrenzen uns bewusst, begrenzen sage ich jetzt absichtlich, Sie werden gleich noch sehen, wie die Grenzen aufgehen, wir begrenzen uns bewusst auf den Traditionskontext, aus dem die evangelische Theologie oder überhaupt die europäische Theologie entstanden ist, nämlich der jüdisch-christliche Kontext. Und zwar nicht deswegen, weil andere weniger wert wären, sondern weil das die für uns wissenschaftlich-methodisch am besten zugänglichste religiöse Dimension ist. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man da nicht irgendwo anfängt zu forschen, sondern dass man dort anfängt zu forschen, wo man auch wirklich schon ein Literatur- und ein Methodeninstrumentarium hat, das schon einiges bietet. Und bei 2000 Jahre Christentum ist da einiges da. Der dritte in unserem Bunde ist Simon Penkeller. Er ist katholischer Theologe, er ist in Zürich und hat dort einen ganz besonderen Lehrstuhl, nämlich den Lehrstuhl für Spiritual Care. Da gibt es noch einen zweiten Lehrstuhl, der ist in München und wird von Konstantin Klein, der hat den inne. Und die beiden sind die führenden Spiritualitätstheoretiker, muss man sagen, im deutschsprachigen Raum. Und das Interessante ist, dass sie beide aus der Theologie kommen. Konstantin Klein kommt aus der evangelischen Theologie, Simon Penkeller eben aus der katholischen. Und sie vertreten völlig konträre Ansätze, deswegen sind die auch so ein bisschen weit außen da abgebildet. Das Schöne ist, sie reden miteinander. Das ist ganz wichtig. Simon Penkeller sagt, also das mit dem Ausgang in jüdisch-christlicher Tradition ist ja klar, das ist logisch, das ist unser täglich Brot, aber wir müssen eigentlich sehr viel weiter schauen, wir müssen eben in die ganz, ganz, ganz weiten Formen von Spiritualität schauen. Und diese ganz weiten Formen von Spiritualität, die sind so, dass sie implizit sind und unausgesprochen oft für sich selber noch gar nicht ganz klar haben, wer man da eigentlich ist, und die sehr schwer deswegen zu erforschen sind, weil man da unsere normalen Parameter eigentlich nicht anlegen kann. Und diese Freiheit muss diesem Bereich auch bleiben, weshalb das ganz schwierig zu messen ist. Konstantin Klein auf der anderen Seite, deswegen steht der auch auf dieser Seite sehr bewusst, der sagt, ja, schon,
also schenke ich dir alles, weiß ich auch alles, aber natürlich können wir da was empirisch untersuchen. Natürlich können wir Dinge erfragen und abfragen und die Leute geben auch Antworten und die Antworten sind auch klug. Also insofern, das ist so schlimm ist das gar nicht. Und wir haben also einen Spiritualitätstheoretiker, der sagt, ja, machen wir mit empirischer Forschung, und dann den anderen, der sagt, oh, Vorsicht, 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 wir stellen lieber Fragen, als dass wir dann schon wissen, was wir messen. Es ist ganz wichtig, dass wir beide im Projekt mit drin haben. Und ich sage es nochmal, sie reden miteinander. Dann haben wir hier unten den Bereich Resilienz in Empathie, interpersonaler Resonanz und Achtsamkeit mit einem Kollegen aus Köln, Timo Breyer. Ist Philosoph, er ist sehr spezialisiert auf die philosophische Anthropologie. Und Jochen Sautermeister, den kennen Sie vielleicht schon aus Bonn, ein Kollege von der Katholisch-Theologischen Fakultät, dessen Hauptprofession die Moraltheologie ist. Und in der Moraltheologie macht er ebenfalls ganz viel mit anthropologischen Fragestellungen, ganz viel mit psychologischen Fragestellungen. Das bildet sich auch ab in den Themen, die Sie da sehen, Empathie und Resilienz. Achtsamkeit und Resilienz, Empathie, ein Phänomen, das grundlegend anthropologisch ist. Achtsamkeit, eine Variante von einer spirituell-religiösen Spielart, die wir sozusagen auf dieser Seite einflechten, die wir aber deswegen an dieser Stelle einflechten, weil auf dieser Seite unsere beiden Kliniker sind. Franziska Geiser leitet hier in Bonn die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Und Lukas Radbruch leitet die Klinik für Palliativmedizin, und Sie kennen ihn vielleicht auch aus dem Malteser Krankenhaus. Das heißt, wir haben hier zwei Kliniker vor uns, die sich beide für Theologie interessieren, die aber beide von Theologie, ich sage es mal so frech und die sind mir auch nicht böse, keine Ahnung haben. Warum? Weil sie es nicht studiert haben. Das heißt, das ist ein banaler Satz, der ist aber ganz wichtig, denn was haben die denn in der Praxis vor sich? In der Praxis kommen zu denen Menschen, die auf unterschiedlichste Weise religiös oder spirituell oder auch gar nicht geprägt sind. Und die haben Kummer, haben Angstzustände, werden bestimmtes los, erzählen. Und das, was die erzählen, ist ja ein Erzählen aus einer Krisensituation heraus. Und in dieser Krisensituation wird jetzt in manchen Fällen deutlich, da könnte die Religion oder Spiritualität, das spielt irgend sowas eine Rolle. Das ist aber nicht Thema von Franziska Geiser und Lukas Radbruch, weil das ist sozusagen, die sind zur Neutralität verpflichtet, natürlich, und das ist auch gut so. Sie müssen es aber eigentlich wissen. Und jetzt, was machen die? Wie deuten sie das? Wie gehen sie damit um? Das ist relativ schwierig, wenn man da eigentlich keine gescheiten Handreichungen bisher hat. Man weiß eigentlich nicht so genau, wie dieses Feld ist. Und wenn das jetzt noch eine klare, durch irgendeine kirchliche Struktur verursachte, nachvollziehbare, ordentliche Kirchenneurose ist, ja, also als Theologin darf ich sowas sogar sagen, soll es ja geben, dann ist das relativ einfach. Aber wenn das aus einer unklaren religiösen Lage kommt und wenn das ein bisschen schwieriger zu greifen ist, dann wird die Sache schon interessanter. Und deswegen haben die beiden so großen Wert darauf gelegt, dass sie gesagt haben, das ist wunderbar mit dem jüdisch-christlichen Traditionsfeld. Aber mindestens genauso wichtig ist die Ausweitung in diese spirituellen, relativ breiten, relativ noch undefinierten Bewegungen hinein. Ja? Und deswegen sind die beiden damit befasst, dass sie erstmal sagen, wie ist eigentlich die Dynamik und das Kohärenzgefühl in Lebenskrisen gestrickt. Und das gilt erstmal unabhängig von religiös-spirituellen Fragen, aber es gilt natürlich auch für religiös-spirituelle Fragen. Und das ist deswegen wichtig, weil Sie noch sehen werden, dass der Kohärenzbegriff in der Resilienzforschung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und der wird sehr positiv gesehen, das ist aber, glaube ich, wir glauben, dass das gar nicht so ganz einfach ist. So, da haben wir die beiden, die von ihrem Geschäft her darauf angelegt sind, dass alles, was wir dort erforschen, operationalisiert werden kann. Das heißt, es muss in konkrete Studien übersetzbar sein, die sind meistens empirisch, fast immer empirisch, und es muss auch so sein, dass es für therapeutische Zusammenhänge anwendbar ist. Wenn das nicht ist, dann sagen die, ist die Forschung nett und interessant, wir reden eh gern mit euch, aber was machen wir damit?
Und jetzt erzähle ich Ihnen die Schlüsselmomente von der Forschungsgruppe. Wir haben 4 Jahre miteinander gearbeitet. Nach 1,5 Jahren ungefähr, wo wir uns echt schon gut verstanden haben. Wirklich, es waren schöne Gespräche, es waren interessante Gespräche, war alles gut. Reden wir so vor uns hin über eben alles Mögliche. Und dann sagt Franziska Geiser, super, es ist echt interessant. Und wie operationalisieren wir das jetzt? Es war der Moment, wo es still war. So wie hier jetzt auch gerade. Also es war so still, weil wir uns dachten, die Theologen, GeisteswissenschaftlerInnen, falsche Frage. Was meint sie? Sie dachte, wieso fällt denen jetzt nicht sofort was ein? Wie soll man denn mit denen reden, wenn die nicht, also was mache ich hier? Ich vergeude meine Zeit. Das war ein Schlüsselmoment. Wenn wir da auseinandergegangen wären, dann gäbe es die Forschungsgruppe nicht. Wir sind aber zusammengeblieben, weil wir uns schon so gut verstanden haben und gedacht haben, die wird schon ihren Grund haben, warum sie das fragt. Und die hat sich gedacht, ja, jetzt gucken wir mal, ob die das nicht doch noch lernen. Es ist ja schon ein bisschen was weitergegangen. Ja? Ich erzähle das so deutlich, weil es ganz wichtig ist zu verstehen, es war für uns so wichtig zu verstehen, dass dieses Zusammenspiel in solchen Forschungsgruppen hochgradig komplex ist, weil wir eine total andere Sprache sprechen, weil wir ganz andere Alltagsvorstellungen von Forschung haben, wer wann was macht, wie ordentliche Forschung aussieht, was ein Erfolg ist, ein wissenschaftlicher, da liegen Welten dazwischen. Und all das muss man aushandeln, muss man erstmal verstehen lernen und dann muss man versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden. So, dann geht es weiter nach oben in die Resilienznarrative und Konstruktionen im Kontext von Spiritual Care. Das ist also im weitesten Sinne eins der Felder, das aus der Klinik erwächst. Und da haben wir Konstantin Klein, habe ich schon vorgestellt, und Eberhard Hauschild, meinen Kollegen aus der Bonner Fakultät, aus der Evangelischen Fakultät. Das ist jemand, der ganz viel Kirchentheorie macht und ganz viel Seelsorgertheorie. Und in dieser Spiritualität von Caretakern, das sind Menschen unterschiedlichster Arten, die für andere in Pflege gehen. Das ist ein bisschen ungewöhnlicher Begriff, von ihm geprägt. Und zwar Caretaker, so gemeint eben, das kann die Ärzteschaft sein, es kann die Pflegerschaft sein, es kann aber auch können Angehörige sein, Ehrenamtliche. Menschen, die sich für andere einsetzen in dem Moment, wo sie ihnen beistehen und die selbst jetzt mit den Fragen der PatientInnen oder KlientInnen zu tun haben und ja selbst auch immer religiös-spirituelle Fragen oder andere Weltanschauungsfragen mitbringen. Und wie geht das eigentlich zwischen denen in solchen Krisensituationen? Wer wird da eigentlich wie womit fertig? Und er untersucht ganz unterschiedliche Gruppen innerhalb von Spiritual Care-Feldern und Konstantin Klein untersucht speziell Trauernde. Unterschiedlichste Trauerfälle, aber diese Gruppe speziell herausgenommen. So, und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen Koordination. Man muss ja irgendwie schauen, dass der Laden auch zusammenhält und dass wir eben gemeinsam denken können und sprechen können. Insgesamt ist das die Gruppe. Sie sehen, es sind ein paar mehr Leute und vor allem sehen Sie, da sind ein paar jüngere Leute dabei. Und das ist ganz wichtig natürlich, weil wir diese Forschung gar nicht machen könnten, wenn wir als Profs nur alleine wären, sondern der Witz an diesen Forschungsgruppen ist natürlich, dass junge, aufstrebende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da mitmachen und dass die an diesem Projekt ihre Ideen einbringen. Und jetzt stehen die mal auf, die ich mitgebracht habe. Das ist eine kleine Auswahl, nur damit Sie sehen, es gibt sie wirklich. Genau. Dankeschön. Sie sehen unterschiedliche Altersstruktur, unterschiedliche Erfahrung schon und die sorgen dafür, dass der Laden läuft. Alle habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil das wäre ein bisschen viel geworden. So. Worum geht's? Die Resilienzforschung selbst ist eigentlich nichts Unerforschtes. Resilienzforschung gibt es seit 40, 50 Jahren, quer durch alle Fachbereiche. Es ist unglaublich viel geschrieben worden in der Psychologie, in der Pädagogik, in der Soziologie inzwischen. Also ich habe wirklich bibliothekenweise Literatur gelesen in der Antragsphase. Das Interessante ist aber, dass diese Resilienzliteratur, die Forschung bis jetzt ziemlich disziplinspezifisch war. Und in diesen Disziplinen haben sich bestimmte Erklärungsmodelle herausgebildet, was denn Resilienz sein könnte. Der erste Typ sagt,
Also Resilienz, das ist was, was wir von Natur aus mitbringen. Und das sieht man schon mal ganz banal daran, dass es Babys gibt, die immer schreien und Bauchweh haben und verkühlt sind. Und die anderen, die haben das nicht. Was soll man dagegen sagen? Ja, das muss man ja forschen. Und das geht dann eher in sowas wie physiologische Anlagen, also Genetik und so weiter. Und sozusagen in alles, was jetzt erstmal unabhängig ist von dem, was irgendwie Sozialität oder Geist sind. Dieses Modell ist ein wichtiges. Es ist auch eines, das von uns hochgehalten wird, besonders von unseren MedizinerInnen eben, und das wir in keinster Weise kritisieren. Dasselbe gilt für das zweite Modell. Das stammt vor allem aus Psychologie und Pädagogik. Und da heißt es ganz oft, Resilienz, das ist etwas, das sich bildet. Also auch wenn ich das Baby mit Bauchweh war, kann es sein, dass ich trotzdem, zum Beispiel durch eine gelungene Eltern-Kind-Symbiose oder andere förderliche Faktoren, trotzdem so weit komme, dass ich aus dem Schlamassel des Bauchweh rauskomme. Und dann sagt man auch, oh ja, genau, hat sich ausgewachsen bei dem Kind. Also ob das eine mit dem anderen was zu tun hat, weiß dieser Satz ja gar nicht. Aber man nimmt das wahr und sagt, ja doch, das hat was. Ich kann natürlich Kinder fördern, sodass sie dann durchaus über einen adaptiven Prozess krisenstark werden. Auch der dritte Punkt ist wichtig, aber da werden Sie gleich sehen, setzt unsere Kritik schon an. Man kann jetzt sagen, ja, du kannst sagen, das bringen die Leute mit, du kannst sagen, das entwickelt wer, aber was meinst du eigentlich mit Resilienz? Und wenn ich die Frage so stelle, dann frage ich nach dem Outcome. Und Outcome heißt immer, ich kann sagen, wer mit welchen Eigenschaften, Fähigkeiten, Haltungen ein resilienter Mensch ist. Das gibt es auch bei der Debatte um gutes Leben und das gibt es auch bei der Debatte um Glück. Und Sie ahnen vielleicht schon, da können wir uns ganz gut streiten, wenn wir die Debatte hier führen. Was ist ein stabiler Mensch? Jemand, der immer happy-go-lucky durchs Leben geht? Oder jemand, der gerade nicht immer happy-go-lucky durchs Leben geht, weil er nämlich zum Beispiel Krisenerfahrung hat? Und oder? Sie merken schon, ja? Also bei der dritten Frage, Resilienz als Outcome, da haben wir eine relativ hohe normative Bestimmung dessen, was denn das Outcome sein soll. Trotzdem kann man Typ 3 nicht einfach lassen. Also das würden wir nicht machen, sondern wir sagen, wenn überhaupt, muss man mit diesen drei Typen arbeiten, die sich selten ganz scharf trennen lassen und die deswegen in so einer über Graustufen verlaufenden Interaktion zu betrachten sind. Wir haben das also lange gemacht, wir haben sehr viel gelesen und haben dann eine Arbeitsdefinition gebildet. Und jetzt kommt was, wo Sie gleich lachen werden und sagen Sie mal, ist eine Definition nicht kurz und knackig? Das ist jetzt das Gegenteil, was jetzt kommt. Es kommen nämlich 4 Punkte einer Arbeitsdefinition, die sehr, sehr reichhaltig sind, aber Sie werden vielleicht gleich sehen, warum das ganz brauchbar ist. Der erste Punkt. Ich habe bei Resilienz die Fähigkeit und den dynamischen Prozess einer adaptiven, anpassenden Bewältigung von Stress und Widrigkeiten, also von allem, was irgendwie mich belastet, sozusagen negativ daherkommt. Und zwar so, dass sich dabei die psychische und physische Funktionalität aufrechterhalte und nicht nur das, sondern möglicherweise auch fortentwickeln kann. Also ich bleibe stabil, physisch, psychisch, und das Leben kann weitergehen. Das wäre so die simple Variante. Und ob ich das mitbringe oder ob ich das entwickle, ist in der Definition auch noch zu klären. Das zweite ist, dass uns klar sein muss, dass wenn ich das von einer Person sage oder von uns selber sage, wenn wir das von uns selber sagen, dann sagen wir das von Individuen. Aber es gibt natürlich kein Individuum, das jemals unabhängig von anderen Personen, deswegen heißt es interpersonal, unabhängig von Sozialität und unabhängig von seiner Umwelt so etwas ausbilden könnte oder mitbringen könnte. Und zwar sowohl in der strukturellen Einbindung, also das heißt zum Beispiel in Familie oder in der politischen Konstellation, in der wir hier leben, als auch in der situativen und flexiblen Kontextualität. Und situativ heißt, es ist eben ein großer Unterschied, ob ich gerade eine alleinerziehende
Mutter bin oder ob ich gerade schon irgendwie so ein bisschen, also wenn ich jetzt gerade emeritiere und irgendwie so in Ruhestand geht. Das sind ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Es ist auch unterschiedlich, ob ich da gerade irgendwie, ich mache es mal über die Kindersache, ob da gerade die Kinder geboren werden und gesund sind oder ob ein Kind krank geboren wird, möglicherweise auch stirbt. Und Sie merken daran, dieses Situative, das kommt natürlich immer dazu. Und das Situative ist etwas, das wir nicht vorher wissen können, wir können es nicht steuern und das kann morgen ganz anders sein. Deswegen müssen wir das einbeziehen in allem, was uns als Individuum ansonsten prägt. Und dass all das hochflexibel ist, ist auch klar, weil es kann schon sein, dass ich zwei Katzen habe und bei der ersten Katze, wenn die stirbt, denke ich mir, naja, ist irgendwie echt schade und heule irgendwie 5 Tage. Und bei der zweiten ist es vielleicht nicht mehr so schlimm oder es ist noch viel schlimmer. Weiß man nicht so genau. Ja, also auch da sozusagen die Flexibilität. Es kann auch sein, dass ich im Trauerprozess plötzlich merke, ach, ist schon schade und ich heule jetzt 5 Tage, aber irgendwie, ja, ist auch eine Katze. Verstehen Sie? Also, und all das changiert in uns ganz oft. Und wenn wir diese Changieren nicht mit einberechnen, dann kommen wir an dem ganzen Punkt nicht recht weiter. Das Dritte, der Ausgangspunkt für unsere Betrachtung ist sicher die psychophysische Verfasstheit der betroffenen Person. Und dazu kommt aber jetzt nicht nur der momentane Zustand, sondern auch der Grad, das Ausmaß der Ambiguitäts- bzw. Komplexitätstoleranz. Also wie sehr gelingt es jemandem, mit den eben nicht ganz so einfachen Situationen umzugehen? Vor allem mit den Situationen, wo man nicht ganz genau weiß, was man davon eigentlich hält. Tendenziell bedrohlich, aber vielleicht auch noch nicht ganz bedrohlich. Komplexitätstoleranz, es überschwemmt mich eigentlich alles, komme ich da trotzdem irgendwie raus. Das nächste ist, ebenso zentral, die Fähigkeit der sinnhaften Artikulation. Das heißt, ich kann mir einen Reim daraus machen, ich kann das auch ausdrücken. Und Integration von Negativität. Und zwar kann ich mir einen Reim machen auf das, was mich da gerade negativ überschwemmt, was da gerade nicht stimmt. Ich kann das irgendwie mit mir in Verbindung bringen, wie auch immer, wie schwierig auch immer. Und eben der konstruktiven Verknüpfung von negativen und positiven Emotionen, Wahrnehmungen, Einschätzungen und Erwartungen. Das klingt in so einer Definition relativ abstrakt, aber es ist ganz einfach, wie alles im Leben. Es geht gerade irgendwie nicht gut. Ich kann sagen, was da nicht gut ist. Ich kann sagen, warum es nicht gut ist. Ich kann sagen, warum ich nicht weiß, warum es nicht gut ist. Warum ich auch nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Wo überhaupt die ganze Verwirrung ist und wieso das jetzt einfach so blöd ist, dass jetzt einfach mal bitte irgendwie was passieren muss. Plus, minus. Und der letzte Punkt ist, dass wir darauf achten, dass es in all dem, wie wir das ausdrücken, wie wir das wahrnehmen, wie wir das sozusagen in Handlungen übersetzen, dass wir da sicherlich immer als aktive Wesen dabei sind, dass wir aber ganz viel auch passiv empfangen. Und dass es aber zwischen aktiv und passiv noch mehr gibt. Und das nennen wir Mediopassiv. Dieses Mediopassive ist nämlich, dass ich da schon was tue. Also ich gehe jetzt auf Sie zu und vielleicht frage ich Sie um Rat, aber ich gehe jetzt auch auf Sie zu und Sie sitzen jetzt bedauerlicherweise hier, also dankbarerweise, nein, Sie sitzen zum Glück hier, genau so, aber Sie müssen da jetzt durch. Und in dem Moment, wo ich Sie aber um Rat frage, gebe ich das Zeug auch ab. Und das hat ein passives Moment. Also ich gehe aktiv hin, aber es hat auch ein passives Moment und wir werden gleich sehen, warum das in Religion natürlich noch viel stärker wird. Es ist unbewusst und bewusst und unbewusst. Es ist Apperzeption und Reaktion. Und all das geht ineinander. Und wann immer wir ein Krisenphänomen betrachten, haben wir mindestens diese Faktoren mit dabei. Eines muss ich vorausschicken, wir schauen ausschließlich auf individuelle und existenzielle Krisenphänomene. Wir untersuchen nicht, zum Beispiel, wenn eine Gesellschaft, ein Dorf nach einem Tsunami, wie so eine Sozialität reagiert. Das machen Soziologen, das gibt es auch in ganz großen Forschungsprojekten, das ist aber nicht unser Thema. Also bei uns geht es nur um individuelle und existenzielle Krisen und das hat mit der Kliniksituation zu tun, die mit im Boot ist. So, wenn Sie mich jetzt fragen, was sind denn so gängige Resilienzfaktoren?
also was steht denn so in der Literatur? Und dann tauchen immer wieder in unterschiedlichen Anordnungen diese Faktoren auf. Resilient ist, wer sich selbst und andere angemessen wahrnehmen kann. Resilient ist, wer von sich selbst erwartet, dass er was bewirken kann oder sie. Resilient ist, wenn jemand sozial kompetent ist, also ich kann sie um Hilfe bitten. Resilient ist, wer sich selbst im Griff hat, sage ich mal, Selbstregulation und Steuerung. Wenn einen die Wut so überschwemmt, dass man eigentlich das Mobiliar zerhauen wollte und es dann doch nicht tut, weil es nicht so klug. Ich kriege mich vorher wieder ein, ja? Das wäre so etwas. Autonomie, ein ganz hoch aufgeladener Begriff, philosophischer Art, rechtlicher Art, mehrfacher Art, Sie ahnen es wahrscheinlich. Was ist eigentlich, wann handle ich autonom? Selbstbestimmt ist immer die gängige Übersetzung. Aber wann tue ich das eigentlich? Wenn Sie an die Resilienzdefinition vorhin zurückdenken, haben Sie jetzt wahrscheinlich schon inter- und intrapersonal, sozial, umweltbezogen vor Augen. Das heißt, das ist gar nicht so einfach, wo Autonomie anfängt und aufhört. Dann, ich bin resilient, wenn ich Herausforderungen annehmen kann und wenn ich sie aktiv bearbeiten kann. So, bis hier sind das, da muss man eigentlich einen Strich machen, sind das relativ klare Begrifflichkeiten, die ich auf bestimmte Vollzüge meines Lebens beziehen kann. Interessanterweise ist in der Literatur der Strich aber nicht da. Deswegen habe ich ihn auch nicht eingesetzt. Sondern jetzt passiert es ganz oft in ganz vielen Studien, dass die drei Faktoren einfach so dazu genannt werden. Als ob das kein Unterschied wäre. Das Vertrauen meistens als erstes. Und das ist auch ohne Zweifel wichtig. Aber wenn Sie denn fragen, was ist denn Vertrauen, dann wird man da sehr viel mehr erklären müssen und einen Text dahinter schreiben, als es bei mancher da oben nennt, der oben genannten Faktoren ist. Ebenso bei Kohärenz und Sinngebung. Was ist eigentlich Sinn? Und das Dritte und ganz schwierig, Religion und Spiritualität. Was uns fast am meisten verblüfft hat, nachdem wir angefangen haben, uns mal eine große Bandbreite an Resilienz-Fragebögen anzuschauen, ist, dass ein großes Zutrauen zum Ausdruck gebracht wird, dass Religion und Spiritualität helfen. Das ist fast, muss man sagen, so ein bisschen Common Sense, auch wenn dann sofort oft dazu gesagt wird, ja, man weiß aber nicht so genau wie und warum und dann gibt es natürlich auch pathologische Fälle. Also klar, und dann immer dann, wenn man darüber redet, geht es auch in so eine 50-50-Frage, es ist auch tatsächlich völlig unentschieden. Was uns aber so fasziniert hat, ist, dass die Fragen, was eigentlich Religion und Spiritualität sein sollen, kaum definiert sind. Man fragt vielleicht noch, glauben Sie an ein höheres Wesen, ja oder nein? Ist das ein liebendes, oder ist meistens auf Gott bezogen, haben Sie das die Vorstellung von einem liebenden Gott oder von einem strafenden Gott? Und das Dritte, was oft gefragt wird, ist, gehören Sie einer religiösen Gemeinschaft an und sozusagen praktizieren Sie eine Religion oder eine religiöse Praxis eben? Und in dieser Hinsicht gibt es Kriterien, aber wenn Sie jetzt mal sich vor Augen führen, was es an Religion und Spiritualität so gibt, dann ist ja vollkommen klar, dass das überhaupt keine Kriteriologie ist. Im Gegenteil, man muss doch umgekehrt sagen, ich muss doch viel genauer fragen, welche religiösen Vorstellungen, welche religiösen Gruppierungen, welche religiösen Texte, Riten, Praktiken denn wirklich unter welchen Umständen lebensförderlich, lebensdienlich sein können und welche schlicht krank machen. Und aus der Theologie heraus müssen wir das auch sagen, weil wir ja immer auch die Aufgabe haben, die eigene Religion sehr kritisch wahrzunehmen. Natürlich gehen wir davon aus, dass es auch ganz viel Förderliches gibt, da stelle ich Ihnen auch gleich was vor. Aber diese kritische Position müssen wir auch einnehmen. Und es ist völlig faszinierend, dass es in der Literatur relativ schwach vorkommt. Und das war dann ein zweiter Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, wie ist das eigentlich mit dem Kohärenzbegriff?
Also das geht zurück auf Antonovsky, dieser Lutogenese-Konzeption, ein wunderbares Konzept. Es ist nichts gegen das Konzept zu sagen, überhaupt nicht. Aber die Frage ist, im religiös-spirituellen Bereich, wenn ich sage, Kohärenz, die Kohärenz einer religiösen Überzeugung ist resilienzförderlich, dann kann man, wenn man es ganz, ganz scharf zuspitzt, auch sagen, ja, fundamentalistische oder sektiererische Bewegungen sind natürlich sehr kohärent in sich. Ob sie förderlich sind, ist was anderes. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Also es ist sozusagen unser Job aus der Theologie heraus, die wir natürlich, also wir sind klar immer Fans von dem, was wir tun, aber trotzdem aus der Theologie heraus immer wieder zu fragen, was meinen wir eigentlich genau, wenn wir von Kohärenz, vor allem von religiöser und spiritueller Kohärenz sprechen. So, und nachdem wir das alles diskutiert haben, ist uns noch was aufgefallen, denn, jetzt muss ich noch einmal zurückgehen, wenn Sie da genau hinschauen, dann sind das alles erstaunlich aktive Faktoren. Also da muss ich immer ziemlich viel können und tun. Angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung, soziale Kompetenz, Fähigkeit zur Selbstregulation und Steuerung, das sind hochgradig aktive besetzte Faktoren. Und das Interessante ist, dass wenn Sie sich an Typ 3 erinnern, das Outcome, dann hat das eine Dynamik bekommen, die wir, mit, und nicht nur wir, die von zunehmend stärker mit großer Kritik belegt wird, und das ist Folgendes. Der Resilienzbegriff ist so positiv besetzt worden in den letzten Jahren, sehen Sie in jeder Bahnhofsbuchhandlung, dass große Firmen, aber auch einzelne Menschen natürlich, begeistert in sogenannte Resilienztrainings gehen. Weil man das Gefühl hat, Mensch, man wäre so gerne resilient. Es müsste doch möglich sein, zu lernen, wie man resilient ist. Man müsste doch eigentlich, ach, es gibt ja Leute, die gehen stabil durchs Leben. Wieso kann ich das nicht auch? Doch, ich will das auch. Und Firmen schicken riesige Belegschaften, das kostet richtig viel Geld, für 3 Tage in ein großes Hotel, Luxushotels. Und ich unterstelle auch nicht mal, dass das nur bös gemeint ist. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber in diesen 3 Tagen soll ein sozusagen Wellness- und Aufbautraining stattfinden, sodass dass die Leute gestärkt werden und danach eben stabiler an den Arbeitsplatz zurückkehren. Wenn das nett gemeint ist, da ist eigentlich nichts dagegen zu sagen. Es hat nur einen kleinen Pferdefuß. An den Strukturen der Arbeit wird nichts geändert. Und deswegen ist sehr die Frage, ob das eigentlich wirklich gut gemeint ist oder ob das ein neoliberales, durchökonomisiertes Resilienzverständnis ist, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Und wir haben uns für die Vorsicht entschieden, nämlich vor allem deswegen, weil man bei Resilienz immer auch fragen muss, wie kommen wir eigentlich auf das Thema? Wann fangen wir eigentlich an, über Resilienz nachzudenken? Und das tun wir nicht dann, wenn wir happy-go-lucky durchs Leben gehen. Wenn uns diese Bücher aus der Seele sprechen, sodass wir sie gar nicht lesen müssen, dann werden wir sie auch nicht kaufen. Aber wann kauft man denn diese Bücher? Die kauft man natürlich dann, wenn es irgendwie nicht so ist. Das ist auch so, ne? Wann kaufe ich den Haushaltsratgeber, wenn es bei mir ausschaut wie sonst was? Kommt öfter vor. Das heißt also, es gibt da eine ganz große Diskrepanz zwischen dem Resilienzbegriff als einem totalen Sehnsuchtsbegriff und dem, was er eigentlich meint. Denn, und das ist jetzt die These des Projekts, Resilienz ist eigentlich ein Krisenphänomen. Wieso? Resilienz mag schön und gut sein. Natürlich sind wir froh, wenn wir resilient sind. Aber ich weiß erst, ob ich resilient bin oder nicht, wenn ich eine schwere Krise durchlebt habe. Und mit schwerer Krise meine ich jetzt nicht, dass der Hamster gestorben ist, sondern, Sie wissen, ne? Alles, was das Leben so bietet. Resilienz zeigt sich erst, baut sich möglicherweise auch erst auf, das weiß man nicht genau. Aber sie hat zu tun mit einer existenziellen Krise. Und es könnte also sein, dass mir lieber wäre, dass ich gar nicht wüsste, ob ich resilient bin oder nicht. Weil der Preis, den ich für diese Einsicht bezahlt habe, ziemlich hoch ist. Spätestens dann hat der Begriff jede Naivität verloren.
Das Zweite ist, Resilienz ist auch kein Plug-and-Play-System. Ich weiß nicht, ob ich heute eine Krise resilient überstehe und deswegen auch die nächste so überstehe. Ich habe das vorhin mit der Katze schon ein bisschen gemacht. Man weiß es nicht. Es kann sein, dass ein Todesfall in der Familie relativ stabil überstanden wird und der nächste, da zieht einem die Füße weg und vielleicht ist es nicht mehr die eigene Familie, sondern der Nachbar. Und trotzdem zieht es einem die Füße weg. Umgekehrt aber ganz genauso. Also nur weil man in einer Krise stabil ist, heißt das nichts, aber auch gar nichts für die nächste Krise. Und das Dritte, es wird immer gesagt oder vermutet, wer resilient ist, ist eigentlich auch ein soziales Wesen. Und zwar in dem Sinn, dass man auf andere zugehen kann, eben wir haben es ja gerade gehabt bei den Resilienzfaktoren, man kann sozusagen mit anderen sich verständigen, man hat ein ganz hohes Maß an Empathie und so weiter. Das ist aber nicht so. Und diese Kritik kommt aus den Politikwissenschaften. Und das war für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis. Denn diese Kritik hatte ich bis 2014 kaum je irgendwo gelesen. Bis dahin habe ich nur Literatur gelesen und ich sage nochmal, das sind Bibliotheken an Literatur. Ja? Das ist jetzt nicht, und die ist auch klug, die Literatur, die ist gescheit. Ich habe das gern gelesen, die lese ich auch heute noch gerne. Ja? Also das ist jetzt gar keine generelle Kritik daran. Aber das Interessante ist, dass Resilienz da eigentlich ziemlich automatisch mit Empathiefähigkeit gleichgesetzt oder zumindest nahe dran gesetzt wird. Die Politikwissenschaftler waren die Ersten, die gesagt haben, seid ihr eigentlich sicher? Also wenn wir uns so die Politiker anschauen, die unter eure Resilienzkriterien fallen, da fallen uns schon welche ein, aber ob das die sind, die ihr haben wollt für diese Gesellschaft, wären wir nicht so sicher. Ich habe es kapiert in dem Moment, wo irgendwo stand, also zugespitzt, es ist eigentlich die diktatorische Persönlichkeit. Das ist sehr zugespitzt, denn das gleich auf den Diktator zu beziehen, das muss jetzt nicht sein, ja, okay. Aber es war der Moment, wo es bei mir so ein Aha-Erlebnis gegeben hat, wo ich gedacht habe, okay, wieso ist dir dieses Argument noch nie untergekommen? Und das war das Interessante, das war der Punkt, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Und das heißt, es ist gar nicht so, dass die Resilienzfaktoren eindeutig gegeben wären. So, und weil das so ist, haben wir angefangen, denen ein paar andere an die Seite zu stellen. Also, es ist richtig, dass es um angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung geht, das bestreiten wir nicht, aber man muss immer auch wissen, was ist eigentlich angemessen. Wer definiert, was angemessen ist, und schon hat man normative Setzungen. Das Zweite ist, positive Selbstwirksamkeitserwartung, Autonomie, Selbstregulation und so weiter. Alles richtig. Aber warum muss das so aktiv sein? Kommen nicht sehr viel mehr mediopassive Sachen dazu, mediopassives Gestalten? Ich sage es nochmal, ich habe es vorhin mit der Bitte um Hilfe bei Ihnen gemacht, wir können es noch stärker sagen aus der Theologie, wenn ich bete. Wenn ich bete, tue ich was. Da entscheide ich mich auch dazu. Oder zumindest tue ich es als, auch im Stoßgebet als relativ bewussten Akt. Aber ich tue etwas, indem ich es abgebe. Das ist der Witz des Gebets. Solange ich da bestimme, was der da oben tun soll, wissen wir alle, haut eh nicht hin. Ne? Aber das kann auch nicht hinhauen, weil Gebet darin besteht, die Sache selbst in unserer Sprache an Gott abzugeben. Und es wirklich ihm anheimgestellt sein lassen, was jetzt passiert. Dass ich da schon Vorstellungen habe, was jetzt passiert, ist auch klar. Also was passieren soll. Aber da wissen wir alle, da wird es schwierig. Ne? Aber es ist deswegen mediopassiv, denn ich tue etwas, indem ich es abgebe. Das ist eigentlich das beste Beispiel, das wir für Mediopassivität im Moment haben. Das Dritte ist, dass wir alle Resilienznarrative kennen. Was ist ein Narrativ? Das wissen Sie wahrscheinlich. Ein Narrativ ist gegenwärtig zum Beispiel das Stichwort Europa oder auch Klimawandel. Wir haben alle was Bestimmtes im Kopf dabei, wir haben eine bestimmte Vorstellung und das heißt, wir folgen jetzt bestimmt, es laufen in uns bestimmte Filme ab, bestimmte Erzählungen ab, was alles zu diesem Begriff gehört. Und dieses Narrativ Europa oder eben Klimawandel prägt unsere Beschreibung dessen, was da ablaufen soll, was da dazugehört. Da kommen wir auch gar nicht aus. Und genau so gibt es Resilienznarrative. Und die Resilienznarrative bestehen zum Beispiel darin, dass jemand resilient ist, der
immer sich unter Kontrolle hat und sich in jeder Situation, so schlimm sie auch sei, dieser Situation ja, so anpassen kann, dass er nicht untergeht. Das ist ein Resilienznarrativ. Das ist nicht unbedingt ein Resilienzfaktor nur. Weil Narrativ deswegen, dass unser Verhalten steuert. Ob wir das wollen oder nicht. Wenn sich das mal durchgesetzt hat bei uns, dann werden wir versuchen, uns daran zu orientieren. Und schon haben wir so ein bisschen eine Tiefenstruktur, die unser Verhalten prägt, ob wir das wollen oder nicht. Und Narrativ heißt das deswegen, weil es da immer auch darum geht, wie wir uns selbst, wie wir die Welt, wie wir andere, wie wir das Leben selbst erzählen. Das ist nicht so unbedingt, dass wir das immer in Erzählungen fassen. Aber allein schon, wenn mich Frau Blank fragt, wie geht's denn heute? Und dann erzähle ich was. Was soll ich denn sonst tun? Ich erzähle ihr, wie es mir geht. Naja, dann kommt einiges raus. Wenn jemand am Telefon ist und sagt, wie geht's denn? Müssen Sie erst mal erzählen, noch dazu, weil die Mimik fehlt. Ja? Das heißt also, immer, wir können gar nicht aus, dass wir erzählen. Ob das, was wir erzählen, von großen Narrativen geprägt ist, das ist nochmal eine andere Sache. Wir kommen am Ende zu einem Resilienznarrativ, wo Sie das dann sehr plakativ sehen werden. Das Dritte ist, dass wir sehr viel stärker machen würden, die Fähigkeit zur Akzeptanz und Widerstand. Also resilient heißt nicht nur, das ist von den Politikwissenschaftlern zu lernen, dass ich mich empathisch allem zuwende und alles hinnehme. Jede Krise ist, wie sie ist und deswegen ertrage ich sie jetzt. Nein, genau das nicht. Sondern resilient kann auch sein, wer richtig gehend Widerstand leistet. Das heißt aber eben auch gerade wieder, ich gehe nicht einfach nur mit. Also bin ich dann aktiv, bin ich dann passiv, da bin ich wahrscheinlich sehr aktiv. Es kann aber auch sein, dass ich passiv Widerstand leiste und das die stärkste Form von Widerstand überhaupt ist. Sie kennen alle solche Lebensphänomene. Entscheidend ist, dass man sie ausspricht. Dazu gehört nochmal die Integration von Negativität. Also, es passiert ein schwerer Todesfall. Das ist immer tragisch. Jetzt kann ich gegen den anleben. Ich kann den nicht akzeptieren wollen. Ich kann den verdrängen wollen. Ich kann den aber auch möglicherweise immer als einen exemplarischen Sonderfall meines Lebens mit mir herumtragen. In all diesen Fällen tendiere ich dazu, den so ein bisschen außerhalb von mir zu lassen. Die Frage immer, ob das klappt. Die andere Variante ist, dass ich merke, den werde ich nicht los. Wie gehört der eigentlich zu meinem Leben? Auch bei Krankheit ist das so. Natürlich, also wenn wir krank werden, gehen wir erstmal zum Arzt und sagen, tu was. Und zwar dagegen, bitte. Logisch. Es kann aber auch der Moment kommen, wo man sagt, okay, da können wir nichts mehr dagegen tun. Das heißt, ich lebe damit. Und dieses Damitleben ist etwas ganz anderes als nur dagegen leben. Das heißt nicht, dass ich das schön finde. Nein, das muss überhaupt nicht schön sein. Aber trotzdem ist es eine andere Art des mit dieser Krankheit Lebens. Und sowas meinen wir, wenn wir Integration von Negativität sagen. All das, da werde ich mir einen Reim drauf machen, aber dieser Reim ist nie so kohärent, dass er ein für alle Mal gilt. Es kann sein, dass ich mit so einer Krankheit an dem einen Tag aufwache und sage, oh ja, geht eigentlich ganz gut und also setzt jetzt auch Folgendes frei, ist okay. Am nächsten Tag setzt das gar nichts frei. Es kann auch sein, dass 5 Minuten später nichts mehr freisetzt. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass es 5 Minuten später sehr wohl was freisetzt. Das heißt also auch da, ich habe polyvalente Sinngebungen. Und wenn ich gezwungen werde, dass ich mir auf eine einzige Sinngebung mit meiner Krankheit oder mit dem Todesfall einen Reim mache, dann kann es sein, dass mein Leben, das ja dauernd situativ gesteuert ist und flexibel, mit dieser einen Sinndeutung aber nicht mehr einhergeht. Und dass es dann irgendwo zu einer Diastase kommt. Und das heißt auch da, ich darf zugestehen, dass die Kohärenz, die ich habe, keine ein für alle Mal Kohärenz ist, sondern dass die schwankt. Und all das spielen wir eben durch in sehr, sehr, sehr konkreten Vorstellungen. Und da zeige ich Ihnen jetzt abschließend noch 2, 3 Beispiele. Denn das Problem ist von den großen Resilienzfaktoren,
dass das relativ abstrakt daherkommt. Und ich habe jetzt auch relativ lang relativ abstrakt gesprochen. Das ist klar. Ich meine, bei der DFG im Wissenschaftszentrum darf man das auch. Aber trotzdem, Sie werden gleich sehen, wenn wir das jetzt direkt anschauen, dann wird es anders. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist aus dem Psalmen. Judith Gärtner untersucht den Psalter, weil unsere Kliniker immer wieder bestätigen, dass der Psalter, das weiß man auch aus der Seelsorge, der Psalter, das sind Texte, vor allem die Klagepsalmen, die sind erstaunlicherweise generationenübergreifend und auch interessanterweise, also man muss nicht christlich sozialisiert sein oder jüdisch-christlich sozialisiert sein, um die toll zu finden. Die sind irgendwie in einer ganz erstaunlichen Breite interessant. Ja? Und Menschen greifen immer wieder zu diesen Texten. Weil die so schön sind? Nein, ich lese mal gerade vor. Heile mich, Adonai, denn erschreckt worden sind meine Gebeine. Du aber, Adonai, wie lange noch? Ich überschwemme die ganze Nacht mein Lager mit meiner Tränenflut. Dunkel ist geworden vor Gram mein Auge, matt geworden wegen all meiner Bedränger. Ich meine, der Text geht weiter, aber ein schöner Text ist das jetzt nicht. Erhebend ist das nicht. Aber was macht er? Was diese Texte können, ist dieser Not Ausdruck verleihen. Und zwar gerade dann, wenn Menschen selbst nicht mehr in der Lage sind, die Worte zu finden. Das kennen Sie alle. Es gibt einen, ich bleibe immer beim Todesfall, es gibt einen tragischen Todesfall im Nachbarhaus. Was soll man jetzt sagen? Es fehlen einem die Worte und dann geht man vielleicht auch lieber nicht hin. Machen Sie das nicht, sondern gehen Sie hin und sagen, weiß ich eh nicht, was ich sagen soll. Ist viel besser, ja. Aber sozusagen dieses Eingestehen, dass ich die Worte nicht habe und dass es aber Worte gibt, die mir Worte geben, das ist ein Teil, ein einziger Teil, ein Aspekt dieser Texte. Ein zweites Beispiel. Wir untersuchen an Kreuz und Auferstehung, wie ein Resilienznarrativ funktioniert. Und Kreuz und Auferstehung ist, also das ist die Hypothese, ist oder kann sein ein Narrativ, das in der jüdisch-christlichen Tradition, in der christlichen Tradition in dem Fall, so durchgebildet ist, dass wir alle, wenn wir darin sozialisiert sind, wissen, was gemeint ist. Und wissen, was gemeint ist, heißt, ich weiß, dass das Kreuz nicht ohne Auferstehung zu thematisieren ist und umgekehrt. Die gehören zusammen. Und jetzt ist dann die Frage, was sagt man eigentlich, wenn man darüber spricht? Und ein Teil, den wir da untersuchen, ist die ökumenische Spiritualität in Taizé. Denn Taizé ist so ein faszinierendes Phänomen, weil da ja Tausende, Zehntausende von Jugendlichen hinfahren. Deswegen schauen wir uns das an. Was suchen die da eigentlich? Ja, okay, jetzt können Sie sagen, ja, da sind wir alle irgendwie ein bisschen fromm in dem Alter. Okay, aber das löst es nicht, denn dazu sind die zu oft dort, die fahren wiederholt hin und es ist für die meisten prägend fürs ganze Leben. Das heißt, da ist mehr dahinter. Aber was passiert dort eigentlich mit Kreuz und Auferstehung? Sie kennen vermutlich, die meisten von Ihnen, dieses berühmte Taizé-Kreuz. Und dieses Taizé-Kreuz ist ja einerseits ganz klar an der klassischen Christologie orientiert. Also klassischer geht es ja nicht. Und viele der Gebete und Lieder von Taizé sind ebenfalls von dieser ganz klassischen Christologie durchzogen. Also da ist nichts anders, es ist ein bisschen schwungvoller, aber ansonsten nichts anders zu unseren alten Kirchenliedern. Daneben, und die Jugendlichen singen das mit Begeisterung, gell? Diese ganz klassischen christologischen Texte. Das Zweite ist aber, dass wir dort auch viele anthropologische Reformulierungen finden. Zum Beispiel wird nicht Kreuz und Auferstehung gesagt, sondern die Rede ist von Schwachheit und Hoffnung. Herr, hilf meiner Schwachheit auf. Das ist eine ganz, ganz berühmte Taizé-Formulierung. Dunkel und Licht, auch der Kirchenraum dort, also dieses Zelt, operiert ganz stark mit dem Effekt von Dunkel und Licht. Dann Verlassenheit und Geborgenheit. Heil werden und getragen sein. Das sind nur vier mögliche Phrasen von ganz vielen, die in Taizé immer wieder vorkommen. Und die interessante Frage ist jetzt, ist das unter B eigentlich weniger religiös, theologisch, als die Zentrierung, die explizite Zentrierung auf Christus? Und wir vermuten, dass das überhaupt nicht weniger ist. Es ist nur tatsächlich anders.
ganz anders. Aber es ist nicht weniger. Wie das aber funktioniert, müssen wir uns anschauen. Jetzt werden Sie sagen, naja gut, fährt ja nicht jeder nach Tessé. Wir sind ja hier im Wissenschaftszentrum, haben Sie nicht auch irgendwas Religionsphilosophisches, was Sie untersuchen? Ja, kann ich auch bieten, Tillich. Viele von Ihnen kennen vielleicht dieses Werk, Der Mut zum Sein. Wer es nicht kennt, möge es bitte lesen. Ein fantastisches Buch, das war ein Bestseller in den 50er Jahren, 1950er Jahren, 1952 war die deutsche Ausgabe. Es war das Buch schlechthin, das auch programmatisch war. Der Mut zum Sein, geschrieben in einer Zeit, wo die wenigsten Menschen gerade diesen Mut aufgebracht haben und wo Tillich sagt, der selber im Exil war, ins Exil gehen musste in die USA, und Tillich sagt, es ist alles ganz schrecklich, aber da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können über diese Menschheit verzweifeln oder wir können uns fragen, woher kann man eigentlich das Zutrauen haben, dass es weitergeht. Was könnte es sein? Und jetzt formuliert er, Sie sehen es, ganz philosophisch, zurückhaltend, abstrakt, das Gegenteil von Tessé. Der Glaube ist nicht die theoretische Annahme von etwas, das erkenntnismäßig zweifelhaft ist, sondern er ist die existenzielle Bejahung von etwas, das alle gegenständliche Erfahrung transzendiert. Der Glaube ist keine Meinung, sondern ein Zustand. Glaube ist der Zustand des Ergriffenseins, von der Macht des Sein selbst, die alles transzendiert und an der alles partizipiert. Wer von dieser Macht ergriffen ist, kann sich bejahen, weil er weiß, dass er bejaht ist. Ich würde das dann heute noch mit Sie auch umformulieren, aber ansonsten, das ist ein wunderbarer Text. Aber eine, wie gesagt, eine ganz andere Spielart als der Psalm, eine ganz andere Spielart als Tessé. Solche Texte und andere bringen wir zusammen, bringen wir in die klinischen Kontexte ein, vergleichen wir mit Interviews, die dort geführt werden, mit Äußerungen, die Menschen dort machen und fragen uns dann am Ende, inwieweit diese konkreten religiösen Vorstellungen eigentlich mit den sehr, sehr weiten, und da ist mir am wichtigsten der zweite Spiegelstrich jetzt, mit den sehr weiten, dynamischen, hybriden, fluiden Prozessen von einer noch viel ungreifbareren Spiritualität zusammengeht. Und zwar sind das ja oft Symbole, Bilder, Narrative, Äußerungen, die in einer sozusagen aufs große Ganze gehen. Ja. Oftmals wird dann vom Heiligen gesprochen, von der Verbundenheit mit allem, was ist, eben die Ganzheit von allem, was ist, und man selbst ist Teil dieser Ganzheit. Oder auch Selbsttranszendenz, ich gehe über mich hinaus, ich überschreite mich, ich überschreite meine Grenzen, ich nehme mich wahr als Teil des Universums zum Beispiel. Das sind Formulierungen, die wir ebenfalls sehr, sehr ernst nehmen und wo wir uns fragen, funktionieren die eigentlich ähnlich wie unsere jüdisch-christlichen Vorstellungen im Blick auf Resilienz? Wenn man aber sich fragen will, gibt es in all dem eine Kernformulierung für diese individuelle Krisenerfahrung, dann würde ich sie im Moment, weil es im Moment das beste Bild ist, das wir dafür haben, immer an diesem Bild vorführen. Stammt von Gerhard Mewissen, einem Künstler aus der Eifel. Und wenn Sie das betrachten und vielleicht mal eine Zeit jetzt gerade draufschauen, dann werden manche von Ihnen an der Figur hängen. Und diese Figur ist ja eingezeichnet in ein etwas dunkleres Quadrat, wo das Schwarz des Hintergrundes wieder aufgenommen wird. In einer anderen technischen Weise, aber irgendwie auch nicht die Konturen, ein bisschen unscharf, wie der Rand des Weißen hier, der Übergang von Weiß zu Schwarz, wo man so nicht ganz genau weiß, wo eigentlich Weiß und Schwarz aufhört. Und wo man, wenn man christlich sozialisiert ist, schon den Kruzifixus ahnt. Aber ist es eigentlich der Kruzifixus oder ist das eine weibliche Figur, die sich abhebt und ins Schweben gerät? Also ist da eigentlich was oder ist da nichts? Weiß man nicht so genau. Die anderen von Ihnen werden vielleicht gar nicht auf den ersten Blick bei der Figur bleiben, sondern bei diesem wunderschönen sonnengelben Kreis. Bei dieser Farbfläche, die ja auch so gerade jetzt herbstlich leuchtet, wo man irgendwie von dieser Farbe angetan sein kann und vielleicht erst im zweiten Schritt irgendwie merkt, dass da noch was ist und dass das vielleicht an den Kruzifixus erinnern könnte.
Die Dritten werden vielleicht beides wahrnehmen. Aber was immer sie jetzt wahrnehmen, wo immer sie selbst jetzt hängen, ist für sie bereits eine Resilienzfrage im eigentlichsten Wortsinne. Denn die Frage, die sich an so einem Bild durchspielen lässt, ist, bleibt man eigentlich auf das Dunkle, in diesem Fall Leid und Tod, wenn man es als Kruzifixus liest, fokussiert? Oder gelingt es, durch Leid und Tod hindurch neues Leben zu sehen? Das ist die eigentliche Kernfrage von all dem, was wir tun, im jüdisch-christlichen Bereich, aber auch in allen möglichen anderen Bereichen. Danke. Thank you.